Und jetzt wieder mal der Leseoper für Erwachsene. Eine alte Frau hatte zwei Schüsseln zum Wasserholen. Die hingen von den Enden der Stange über ihrer Schulter. Eine der beiden Schüsseln hatte einen Sprung, die andere war ohne Makel. Die Schüssel mit dem Sprung war am Ende des Weges vom Fluss zurück zum Haus der Frau immer nur noch halb voll. Sie schämte sich wegen ihres Makels. Und nach 2 Jahren sagte sie zu der alten Frau: »Ich schäme mich so wegen meines Sprungs. Auf dem ganzen Weg läuft Wasser aus.« Da antwortete die alte Frau: »Ist dir aufgefallen, dass auf deiner Seite des Weges Blumen blühen, aber auf der Seite der anderen Schüssel nichts blüht? Ich habe auf deiner Seite des Pfades Blumensamen gesät, weil ich von deiner Schwäche wusste. Nun hast du sie jeden Tag gegossen, wenn wir nach Hause liefen, und in diesen 2 Jahren konnte ich herrliche Blumen pflücken und den Tisch damit schmücken.«